Produktanbieter müssen sich auf den Mehrwert ihrer smarten Dinge konzentrieren. Ja, schönen Dank für den herzlichen Empfang und guten Tag von meiner Seite, Oliver van der Mond. Wir konzentrieren uns auf das Thema IoT mit Schwerpunkt Energie- und Wohnungswirtschaft. Heute möchte ich im Kern aber eben unsere Lösung vorstellen, die auch Einzug gehalten hat in ein System, was jetzt vor kurzem von der Innogy gelauncht worden ist. Da läuft das unter dem Namen Iona. Was machen wir? Wir bringen Daten aus unserer Sicht sicher und vor allem kostengünstig und verlässlich von einem Feldgerät. Das kann ein Sensor sein, in unserem Fall ist es jetzt eben einfach ein Zähler, eine moderne Messeinrichtung, in die Cloud. Und da sind wir eben mit einer Lösung für moderne Messeinrichtungen jetzt gestartet. Was wir damit zur Verfügung stellen, sind zwei Anwendungsfälle. Der eine ist, dass der Netzbetreiber bzw. Messstellenbetreiber einfach die Daten bekommt aus einer modernen Messeinrichtung, die er für Abrechnungszwecke benötigt. Das aber nicht, indem das in ein öffentliches Datennetz eingespeist wird, sondern per Walk-by oder Drive-by. Das andere, was für uns aber eben noch interessanter ist, ist dann eben das Thema, was kann denn der Kunde eigentlich mit diesen Dingen machen? Was wir eben in der Lage sind zu tun mit unserem Lambeat Radius eben innerhalb des Hauses, sehr hochfrequent Daten auf eine Kundenempfangseinheit zu schicken. Die kostet auch relativ wenig Geld. Die ist so günstig, dass der Energieversorger die dem Kunden quasi schenken kann. Der bekommt die einfach mit der Post zugeschickt und der stöpselt die an seinen Router an und dann ist er damit fertig. Lädt sich eine App runter und dann ist die schon installiert. Das Ding koppelt sich dann eben selber gegen den Zähler und empfängt bis zu einer Auflösung im Sekundentakt dann die Zählwerte von der modernen Messeinrichtung. Wenn ich eben diese Daten habe und da haben wir eben unterschiedliche Partner, mit denen wir da zusammenarbeiten, bin ich eben über sogenannte Disaggregation, über künstliche Intelligenz, neuronale Netze in der Lage, beispielsweise Geräte zu erkennen. Ja, das ist dann eben nicht nur einfach ein Ausschlag in der Lastkurve, sondern da sehe ich dann eben, da ist jetzt die Waschmaschine angegangen, da ist sie ausgegangen. Das System braucht ein paar Wochen, bis es das anlernt an den entsprechenden Haushalt. Aber das funktioniert erstaunlich gut, ja? Gerade weil wir auch in der Lage sind, mit der Auflösung alle drei Phasen von dem Zähler abzutasten. Dadurch habe ich sowieso schon mal eine Separierung eben nach den drei Phasen. Unser Ziel ist es eigentlich, mit der Technologie eine Plattform zu schaffen, wo man dann eben auch sagt, erste Anwendungen kommen wahrscheinlich von den Energieversorgern. Aber ich kann eine Entwicklerplattform eben bauen, wo ich dann andere einlade, auf diesen Daten entsprechende Anwendungen zu bauen, an denen ich dann eben auch mitverdienen kann und die dann eben auch gebraucht werden. Ein Beispiel aus dem Bereich Ambient Assisted Living kann man sich eben auch vorstellen, wenn ich irgendwann sehe, okay, bei der Großmutter, da ist der typische Tagesverlauf, sieht so und so aus, da wird morgen aufgestanden, das Licht geht an, die Kaffeemaschine geht an und so weiter. Das bleibt jetzt einen Tag aus. Und da könnten zum Beispiel die Tochter und die Mutter ausgemacht haben, wenn da größere Abweichungen sind, dann bekommt die Tochter eine Nachricht auf ihr Handy. Man muss, glaube ich, da offen genug sein für entsprechende Plattformen, wo man auch Entwickler einlädt, sich darauf Gedanken zu machen. Wenn man meint, man kommt auf alle Ideen da dann selber, das wird vermutlich scheitern. Aber wir glauben eben einfach, dass diese Datenbasis sehr, sehr wertvoll ist und darauf eben ja, noch eine Menge Geschäftsmodelle möglich sind, die heute noch, an die noch niemand denkt. Dankeschön.